Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Miralas Road to Elven. Und ja, heute ist es schon die 22. Episode. Und ja, wir haben auch ein Upgrade. Und zwar kommt jetzt noch der letzte Spieler von Piraeus rein. Und zwar ist es Megiri. Und er ersetzt Inform Rufier. Und ja, dann gehen wir jetzt schon mal in das erste Spiel hier rein. Und unser Gegner ist jetzt hier im Hintergrund, sehen wir gleich sein Team. Cornflake FC hat er sich genannt. Er hat ein Italien-Team mit Balotelli im Sturm, Giovinco im rechten Sturm, El Shaarawy im linken Sturm, ZM da Marchisio, Cerci und noch irgendeiner und dann Abwehr auch stark mit Chiellini. Und zwar hat er gleich die erste Chance, spielt einen langen Ball auf Giovinco und Giovinco ist durch und steht frei vom Tor und dann macht er das natürlich. Ein schneller Mann, der Giovinco, und abschlussstark ist er auch noch, also ein echt guter Spieler. Und er hat uns hier schon mal gleich gezeigt, dass er hier gewinnen will und ja, hat uns somit leider in Rückstand gebracht. Und ja, hier Megiri, unser neuer Keeper, sieht auch nicht gut aus, kann aber nicht viel machen. Da wurde die Abwehr einfach überlaubt und dann, ja, steht's da schon mal 1 zu 0 und das war schon relativ früh und der Gegner jetzt hat in der 18. Minute wieder mit einer Chance über Giovinco. Wieder Giovinco, der passt einfach an allen vorbei. Dann ein langer Ball erneut auf Giovinco. Und Giovinco, er geht kurz nach außen, geht dann mit dem Berber in die Mitte mit dem Fake-Shot und dann steht er vorm Keeper. Der Keeper hat ihn und dann pfeift der Schiri Elfmeter. Bitte, wozu pfeifst du denn scheiß Elfmeter, Mann? Könnte ich mich schon wieder aufregen. Ich meine, der Keeper hat den Ball sicher in den Händen und der Spast läuft über ihn und fällt dann auf die Fresse. Und jetzt kriegt er schon einen scheiß Elfmeter. Also da habe ich mich echt richtig aufgeregt. Und ja, Balotelli hat einfach einen richtig geilen Elfmeterschuss, aber der Gegner muss erstmal treffen mit ihm. Ich mache hier ein paar Späßchen mit Migiri Mi oder Miguer. Und ja, Balotelli trifft dann im Endeffekt leider trotzdem. Aber da habe ich mich richtig aufgeregt, weil wieso gibt es denn da einen scheiß Elfmeter? Also, an diesen Sachen fragt man EA. Fickt euch einfach. Balotelli dann mit der nächsten Chance geht mit dem Fake Shot am Keeper vorbei und dann haut er das Ding rein. Wieder nach einem langen Steilpass und unsere Abwehr war erneut zu langsam. Also da hat der Gegner wohl eine Waffe gefunden, wie es hier gut gegen uns geht. Einfach mit einem langen Ball und dann einfach nur über das Tempo gehen. Die Grätsche kommen da auch zu spät. Und ja, hier auch war ich ein bisschen auf Rage. Und Giovinco geht einfach durch und haut dann das Ding zum 4 zu 0 rein. Alles noch in der ersten Hälfte. Und ja, das sah nicht ganz so gut aus für uns. Und ja, somit ist dann Giovinco hier. Hat Giovinco dann das zweite Tor, glaube ich, gemacht. Oder war schon das dritte? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall dann zum 4 zu 0. Netzt Giovinco ein und ja, da kann dann Megiri oder Miguer auch nicht so viel machen. Es war natürlich schlecht verteidigt, aber naja. Ja, das war dann das Spiel. In der zweiten Halbzeit ist nicht mehr viel passiert, in beide Richtungen nicht. Ja, der beste Spieler war dann noch Jara auf dem Feld. Meralas konnte nichts reißen und die Hintermannschaft war auch in keiner sehr guten Form, so will man das mal ausdrücken, aber wir gehen ins zweite Spiel rein und versuchen einfach das erste zu vergessen. Ein Upgrade gibt's natürlich leider nicht, aber das sollten wir doch jetzt mal schauen, dass wir im zweiten Spiel vielleicht noch was reißen. Und ja, dann gehen wir jetzt mal ins zweite Spiel, das müsste jetzt eigentlich kommen. Ja, und der zweite Gegner ist gefunden, The Killers XI, The Killers 11 und oh. Ein schönes Bronze, Silber, Gold-Team und das ist ein Skiller-Team mit Nani. Dann der rechte Flügel hat, glaube ich, auch noch 5 Sterne. Wie heißt der? Nicht McGeady, sondern, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Auf jeden Fall Chifty und der Name ist mir jetzt gerade nicht im Begriff. Aber Nani legt hier schon mal los und er hat dann, glaube ich, auch noch Quaresma für den Stürmer eingewechselt. Also noch mehr Skills und ja, die haben uns richtig zerlegt, würde ich mal sagen. Wir sehen es hier schon, Botaka, das ist der rechte Flügel, versucht es hier. Aber wir haben natürlich andere Strategien und mit denen kann man auch gewinnen. Und zwar Maniatas spielt einen schönen Ball auf Miralas und Miralas, der geht einfach und schießt dann ins kurze Eck und dann ist der Ball drin. So einfach geht es, man braucht keine Skills, man braucht einfach nur das Gute, ja, man braucht nur den guten Abschluss und ja, Miralas ist ein schneller Mann, den kann man dann auch mal schicken. Und ja, dann setzt er sich hier gut durch und schießt uns dann in Führung. Aber der Gegner wieder hier über Quaresma, der eingewechselt wurde.
geht er mit der Ballrolle erst, jetzt macht er noch irgendeinen Skill, aber bleibt dann hängen. Chifchi hat aber den Ball noch. Und ja, der geht jetzt einfach mal ein bisschen weiter mit verschiedenen Skills, würde ich mal sagen. Dann der Übersteiger und nochmal Jackback und ein Roulette kommt da noch raus. Dann ist er irgendwann im Strafraum, zieht sich den Ball wieder zurück, macht dann wieder irgendeinen komischen Skill. Und ja, irgendwann ist er dann in der Mitte drin und wir können klären, vorerst zumindest, Mr. Mackay Steven, genauso heißt nämlich der Kerl, den ich vorne meinte, der im ZDM, im ZM spielt, Mackay Steven, verliert dann den Ball und wir haben erneut die Konterchance über Jara, der geht einfach vorbei. Jara hat jetzt relativ frei und er schießt einfach mal drauf, aber der Ball geht nur gegen die Latte. Das war natürlich ein großes Pech für uns, aber im Nachhinein haben wir dann nochmal die Chance, aber dann verzieht er es doch. Also großes Pech für Jara, dass er hier den Ball nur gegen die Latte geschossen hat, aber wie in der zweiten Halbzeit geht es weiter mit unseren Chancen. Miralas ist am Ball, der geht einfach mal über das gesamte Spielfeld quer durch und haut dann erneut ins kurze Eck. Finester den Ball an seinem Keeper vorbei. An Patricio ist es, glaube ich, der im Tor steht. Ja, genau, da sehen wir es. Und ja, der sieht da schon ziemlich blöde aus, aber das kurze Eck ist eben ihr OP und das kennt auch Miralas und dann hat das zweimal gemacht. Und ja, dann hat er es zweimal gemacht und zweimal hat gereicht für den Sieg, für das 2:0 für uns. Und ja, das heißt, es gibt in der nächsten Episode wieder ein paar Upgrades. Also, wenn ihr wissen wollt, wer dann reinkommt, schaut in der nächsten Episode rein. Ich sag ciao und ja, ciao.